Leute, Kanal abonnieren. Für die, die es noch nicht gemacht haben und jetzt neu auf dem Kanal sind. Was ist das? Ich werde vom Roller überholt. Was ist das denn, ey? Und hier auch noch durchgestrichene Linie. Wann hatte ich mich denn mal mit einem getroffen? Ach ja, mit dem André zum Beispiel. Der war jetzt leider nicht beim Ride Out dabei, weil er in Griechenland seine Eier geschaukelt hat. Hast keinen irgendwie die Augen ausgeschossen oder so, geworfen. Also erstmal guten Tag, Leute. Ich habe jetzt die Kamera wieder in ihre ursprüngliche Position versetzt. Zumindest glaube ich das. Ich hoffe, dass das so passt mit dem Blickwinkel. Ansonsten werde ich es ja sehen und im nächsten Video dann berichtigen können. Ich bin jetzt unterwegs nach Stahlen. Wir haben jetzt Sonntag. Ah, vier Gänge nur. Ja, ja. Ah, ich musste gerade die Kamera noch mal umstellen auf 60 Bilder die Sekunde, weil bei 30, da hatte ich ja ein Video aufgenommen, das war, wo ich nach dem Straßenverkehrsamt gefahren bin und man sieht es, dass es 30 FPS ist, deswegen besser dann auf 60 lassen und gut ist. Also, welches Thema ich heute habe. Gestern vor einer Woche hatte ich meinen Ride-Out, den ich... Ja, der zustande kam durch meinen YouTube-Kanal, durch euch da draußen quasi. Sag mal, die letzten Monate hat sich der Wunsch öfters mal geäußert, ob man mit mir mal Runde fahren kann. Und das habe ich dann endlich mal in Angriff genommen, habe dann so ein kurzes Video gemacht, einfach ein Datum ausgewählt und gehofft, dass einer kommt. Dann waren, ich sag mal, zwei Wochen davor war ein super schönes Wetter. Da hatten wir eine Woche mal relatives Sommerfeeling, sagen wir mal so, weil richtigen Sommer gab es ja auch so gesehen nicht. Und oh, ich habe einige Mopeds hinter mir, sehe ich gerade, auch Shopper, keine Ahnung, wer das ist. Das interessiert mich, Scheiß. Egal. Und ja, ein paar Tage vorher sah es echt düster aus, hat auch hier bei mir nur geregnet und hat mir dann auch ein Abonnent geschrieben, er guckt immer bei so einer Seite für Agrarwetter. Ja, und dann sah es halt relativ trocken aus und dann sah es dann doch aus mit Regenwahrscheinlichkeit zu 20% und ich dachte mir dann, hab dann noch so ein ganz kurzes Short-Video reingekloppt, ich glaube zwei oder drei Tage vorher auf YouTube, dass ich das Datum so stehen lasse und es einfach drauf ankommen lasse und natürlich habe ich gehofft, dass wir trocken bleiben, Leute. Dann kam der Tag, ja, ich bin dann losgefahren, es sah auch so aus wie jetzt. War auch nicht sonderlich warm, aber auch nicht sonderlich kalt. Ich schätze mal so um die 20 Grad war es. Ja, bin dann zum Treffpunkt gefahren und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Sprachen lernen, Bubble. Da waren dann schon ein Haufen Mopeds, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. So fest wusste ich wirklich nur von bis zu 5 Stück. Also zumindest im letzten Moment wusste ich, dass 5 Stück dann kommen. Und was ich richtig geil fand, war auf jeden Fall... Da ist auf jeden Fall eine Harley hinter mir. Was ich richtig geil fand, dass auf jeden Fall auch einige mehr als 100 Kilometer auf sich genommen haben. Und das finde ich schon krass für so einen popeligen kleinen YouTuber wie mich, sage ich mal. Zumindest in dem Sinne der YouTuber. Einer kam aus Aachen. Und von hier aus nach Aachen sind auch weit über 100 Kilometer. Du fährst auch anderthalb Stunden, wenn es dich schlecht erwischt. Ja, du fährst anderthalb Stunden, ja doch. Und dann kam einer da aus der Richtung Tecklenburg, da kam dann die 31 runtergebrettert oder ein bisschen links von Tecklenburg. Auch richtig weit. Dann den Michael Makovec, den kennt er. Der kam ja aus Iserlohn, das sind auch, ich glaube, der hatte genau 102 oder 103 Kilometer bis zum Treffpunkt. Auch richtig. Also ich fühle mich richtig geehrt, Leute, auch an alle anderen, auch GT Matze zum Beispiel, auch anderer größerer YouTuber als ich oder wie man das so sagt. Einmal das, dass andere YouTuber zu mir kommen, weil die auch meinen Kanal gucken und mit GT Matze bin ich auch so im Discord immer hin und her ein bisschen und auch ein bisschen am Zocken, sage ich mal. Ne? Mit Michael habe ich viel Kontakt und da sind auch noch einige andere Sachen, die wahrscheinlich kommen mit uns beiden, ganz klar. Man versteht sich einfach.
man hat so die ich würde sagen, die gleiche Wellenlänge. Und bei denen wusste ich ja, dass die kommen. Und dann könnte ich auch mal Werbung machen für einen anderen Kanal, obwohl er da gar nicht mehr so aktiv ist. Aber Leute, guckt da mal rein. Gebt bei YouTube mal Nupsi ein. Ach, egal wie, ich schreibe es, ich verlinke es unten mal. Der Kollege fährt auch Motorrad. Der hat eigentlich Let's Plays gemacht bis vor einem Jahr. Und jetzt hat er nicht mehr so die Lust drauf, aber vielleicht entwickelt sich da in Zukunft ein neuer Motovlogger. Also ich werde da auf jeden Fall mal versuchen, den so ein bisschen positiv in die Richtung zu impfen. Auf jeden Fall hätte der auch Bock drauf, macht sich aber auch sehr viele Gedanken darüber und vielleicht entwickelt sich da was. Und der kam ja dann auch da so aus der Ecke Bochum, meine ich. Von da sind einige gekommen, so aus dem Ruhrpott. Auch direkt hier aus Duisburg, nur von der anderen Seite, von der anderen Rheinseite. Ich habe jetzt auch deinen Namen jetzt vergessen, fährst auch eine Streetbob, eine relativ neue. Also wir waren zum Schluss mit 11 Motorrädern für meinen ersten Ride-Out. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal die 300 Abonnentenmarke geknackt. Glückwunsch! Und ist ja klar, dass da nicht 300 Leute kommen, weil viele fahren wahrscheinlich gar kein Motorrad oder kommen sonst woher aus Deutschland. Da musste ich erstmal jetzt an Brab Kalan denken, der hat mir geschrieben, ja, das waren schon mehr als bei mir. Ja, wahrscheinlich ich glaube, du hattest das relativ kurzfristig. Ich habe das ja schon sehr weit voraus posaunt, den Ride-Out. Trotzdem, ich hätte jetzt wirklich nur, zumindest kurz bevor ich, einen Tag bevor der Ride-Out war, habe ich gedacht, das fällt alles ins Wasser, da kommt sowieso keiner. Einmal, weil das Wetter so, ich sag mal, unbeständig war und überhaupt, warum sollten die überhaupt kommen, so, ne, denke ich mir dann. Du machst jetzt auch nichts Besonderes, außer irgendeinen Schwachsinn in die Kamera zu labern. Also ich mache nur Scheiße. Hast mal hier und da ein paar schlechte Schraubervideos hochgeladen. Weißt du, so sehe ich das alles. Und dann komme ich dann dahin und dann stehen da 10 Motorräder. Ich bin dann der 11. Eierkopf, der dann vorausgefahren ist. Ja, ich war richtig überwältigt und ich hatte auch ehrlich gesagt, naja, oder ich muss das anders sagen, ich war richtig aufgeregt und angespannt an dem Tag dann, als das dann wirklich zum Ride-Out ging, wenn ich dann losgefahren bin. Also ich war richtig, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Kommen da auch die Leute, die dann zugesagt haben, kommen die jetzt, weißt du, sind die dann da? Und dann sind auch Leute da, mit denen ich nie Kontakt hatte, oder zum Beispiel auch einer, der hatte mir per E-Mail geschrieben, auch schon älterer Mann, Benno heißt er. Erstmal Grüße gehen raus, Benno. Ganz klasse Aktion. Er war das nämlich auch, der hat mich, ich glaube, wir hatten ungefähr zwei Wochen, bevor der Ride aus den letzten E-Mail-Kontakt, immer so vage hin und her. Ich hatte ja in meinem YouTube-Kanal meine YouTube-E-Mail-Adresse sozusagen öffentlich gemacht und darüber können die mich kontaktieren. Und er war einer davon. Und er hat dann gesagt, und bleibst dann auch dabei und so. Und dann sage ich, ja klar, ne, wenn auch mit dem Wetter mitspielt, ansonsten lade ich halt ein Kurzvideo ein, zwei Tage vorher hoch zu dem aktuellsten Stand, ansonsten wird sich da nichts ändern. So habe ich es auch gehandhabt. Ich habe zwei Tage vorher, ich meine, dass das ungefähr zwei Tage waren, hochgeladen, das Short-Video, wo ich da am Sonnenaufgang stand, da kam ich direkt von der Nachtschicht und habe gesagt, es bleibt dabei, egal wie das Wetter ist, ich werde da sein. Und wenn keiner da ist, dann ist das egal. So nach dem Motto, ne? Ja, und dann komme ich dahin und ich war völlig überwältigt. Du fängst an zu onanieren? Dass da Leute kommen, die sind nur dahin gekommen, weil die meine Videos gucken. Oder beziehungsweise jetzt auch an euch adressiert. Ich fand es geil, dass ihr gekommen seid. Einfach nur, weil ihr mich und meinen Kanal feiert. Und was ich auch mega geil fand, ich kam ja so mit jedem, es waren ja nur 10 Leute. Und ich kam halt mit jedem am Ende des Rides Out. Wir sind ja zu Grafenmühle gefahren, kamen wir ja so ins Gespräch. Und das sind super korrekte, super nette Leute. Ich fand es einfach nur geil, auch dass die mein Motorrad so begutachtet haben und auch gesagt haben, krass, wie du das so aufgebaut hast. Und ich habe es ja schon mal nur relativ in Low-Budget, Garagen-Style aufgebaut. Das ist nichts Besonderes, ne? So, aber für mich halt war es schon auch Glück, dass das alles so gepasst hat. Ihr kennt die Videos. Wenn nicht, guckt auf meinem Kanal. Da ist eine ganze Playlist voll mit dem Eisenschwein-Videos. Auch
die haben mich auch auf Sachen angesprochen, zum Beispiel wie mein Unfall, wie ist das mit dem Knie. Das sind Leute, die gucken meine Videos tatsächlich. So, dann denke ich mir immer, ja, die meisten gucken dann 5 Minuten, dann scrippen die schnell durch und Ende ist so, ne? Und ich muss zugeben, manchmal mache ich es auch, wenn die Zeit knapp ist oder so, ne? Bei Leuten, die mir jetzt nicht so wichtig sind. Aber ich habe halt auch meine YouTuber oder auch meine YouTube-Kollegen, da ziehe ich mir alles rein, ne? Egal wie die Videos sind, weil man macht es einfach. Dann weiß man auch alles und man interessiert sich auch für seine Leute. Und jetzt habe ich auch gemerkt, da sind halt welche, die meinen Scheiß gucken. Und das finde ich einfach nur affenmega geil, Leute. Ach, fantastisch. Richtig geil. Ich danke euch dafür, dass ihr dabei wart. Was ist das? Ich werde vom Roller überholt. Was ist das denn, ey? Und hier auch noch durchgestrichene Linie. Junge, Junge, Junge. Was ist hier schon wieder los? Ja, also der Ride-Out, der war mehr als perfekt für mich. Für meinen ersten YouTube-Ride-Out. Also ich hätte damit so nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich musste dazu jetzt einfach mal, weil es auch das erste Mal ist, nochmal ein extra Danke-Video jetzt produzieren. Und ja, so ist das einfach. Da muss ich einfach Danke sagen, weil ich nicht glaube, dass das einfach so selbstverständlich ist, mich so als frischer YouTuber sozusagen, der dann so eine Welt reinkommt, aus einer ganz anderen Welt, sage ich mal, eine Welt, wo viele halt glauben, die wäre düsterer und sonst wie was, wo es überhaupt nicht so ist. Aber dazu habe ich ja extra Videos gemacht, brauche ich jetzt nicht extra drauf eingehen. Und selbst darüber fragen die Leute auch so einiges. Und ich glaube, dass mir dann auch das ein oder andere Thema noch hier auf dem Videokanal über Motorradclubs im allgemeinen Sinne noch stattfinden werden. Ganz klar. Dann habe ich mich auch dazu entschieden, gut, jetzt in dem Video wird es keine Gelegenheit dazu geben. Ich werde beim Fahren jetzt nicht meinen Helm absetzen und mich zeigen. Aber ich habe mein Gesicht gezeigt, Leute. Und das war eine ganz, ganz, ganz komische Erfahrung. Ich weiß noch, meinen ersten Motovlog, wie ich den bearbeitet habe, wie kacke das ist, seine Stimme zu hören. Und ich glaube, ich werde jetzt schon ein komisches Gefühl haben, wenn ich das Video von Ride Out bearbeiten werde, dann noch mein hässliches Gesicht dazu zu sehen. Ich habe da vorher schon mit ein oder anderen YouTubern drüber gesprochen, so wie handhabt ihr das oder wollt ihr das gar nicht machen. Und ich dachte mir, gerade auch bei den ganzen Schrauber-Videos, wer wirklich aufgepasst hat in den ganzen Chrom hier, man kann es irgendwo verzerrt sehen, ganz klar. Und wann hatte ich mich denn mal mit einem getroffen? Ach ja, mit dem André zum Beispiel, der war jetzt leider nicht beim Ride-Out dabei, weil er in Griechenland seine Eier geschaukelt hat. Der mit der 125er, das Video werdet ihr jetzt schon gesehen haben, wenn ich das jetzt hier aufnehme. Der hat mich sofort erkannt und ich gehe mal davon aus, wer genau aufpasst und auch schon mal hier im Helm und so. Man sieht da die Augenpartie und die Klamotten, die man da meist trägt beim Motorradfahren, dann erkennt man das schon. Ja, wer nicht gerade doof ist, der sieht das. So bist du am Arsch. Die Maske hatte ich auch auf meiner ZZR damals, diese, die der da drauf hatte. Oh, ich habe die ganze Zeit Blinker an. Glaube ich zumindest. Da ist es nämlich wieder. Sobald ich kein Video aufnehme, bin ich ganz normal. Ich reg mich auch über Leute auf, die den Blinker vergessen. Und was mache ich hier? Also, Mr. Sacramento. Ja, genau. Sakatas war auch dabei. Und Leute, da werdet ihr auf jeden Fall was gesehen haben zu Sakatas. Also, ich finde den Typ einfach nur genial. Und wir schreiben auch relativ viel mittlerweile hin und her und werden auch öfters zusammenfahren. Schade, dass das jetzt mit nach Köln nicht geklappt hat bei mir. Aber wir werden auf jeden Fall Gelegenheiten finden, weil wir wohnen nicht weit auseinander. Und also ich bin auf jeden Fall stolz auf das, was ich hier bei YouTube bis jetzt aufbauen konnte. Da sind jetzt heute, Stand heute, es geht auch manchmal runter und dann geht es auch wieder hoch. Man hat ja immer so ein bisschen Abgang und neuen Zugang an Abonnenten und Zuschauern, die verändern sich ja auch, ich glaube, weil ich mich wahrscheinlich auch verändert habe in dem ganzen YouTube-Jahr oder beziehungsweise mein Content, ich jetzt nicht, aber dass jetzt einfach mehr Shopper-Videos kommen, obwohl ich andere Motorräder genauso geil finde und es kommen auch ganz klar immer noch Videos mit Carrie, mit der Z. Ach, was laber ich? Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Du bist Carrie, oh, tut mir leid. Ich meine natürlich die Wilma. Kommen auch immer noch weiter Videos. Jetzt gerade im Winter, dann wird der Motor endlich gemacht und der Krümmer und das Tacho und so weiter. Das, was ich Ewigkeiten schon vorhatte, aber mir war jetzt einfach das Eisenschwein wichtiger. Ich glaube, das wird jetzt auch schon wieder ein ellenlanges Video. Leute, ich kann euch
sowieso jeden Abonnenten da draußen, der mir zuguckt und meine Videos schaut und auch jeden Einzelnen. Das habe ich zwar jetzt vor kurzem schon gemacht in den 300-Dankes-Video, aber trotzdem, ich muss euch einfach mal Danke sagen und ich bin einfach überwältigt, dass halt für meine Verhältnisse fürs erste Mal da 10 Abonnenten gekommen sind. Ob ich den einen oder anderen vorher kannte oder nicht, kann auch sein, dass nach dem ersten Treffen oder beim Schreiben sagen, was ist das für ein Vogel, naja, mit dem will ich mich doch nicht treffen. Kann ja alles sein, ne? Nicht jeder kann jeden mögen, aber ne, wer meinen Kanal nicht mag und mich nicht mag, der guckt dann auch einfach nicht weiter und fertig, Ende. So mache ich es ja bei dem einen oder anderen auch, klar, man kann mal reagieren oder so, wenn einem was böse aufstößt. Das herrscht freie Meinungs- oder es herrscht Meinungsfreiheit in Deutschland so, nur halt bei mir manchmal nicht. Ihr kennt die jüngsten Ereignisse, aber darüber bin ich auch gar nicht mehr böse, für mich ist halt alles abgehakt. Was ich dazu aber sagen kann, und das hat auch ein anderer Abonnent von mir, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, ich müsste jetzt nachgucken, unter meinem Video geschrieben, dass ich sogar eigentlich mal ein Dankeschön nach Berlin zum CL, er heißt ja jetzt nicht mehr so, jetzt kann ich den Namen ja sagen, zum CL Motech, er heißt ja jetzt, scheißegal, ich sag's trotzdem, Kalle und Tour. Es ist ja nicht verboten, jemanden namentlich zu nennen. Ich muss ja nirgendwo hinschreiben. Interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich, scheiße. Auf jeden Fall, Kalle, ich muss dir auf jeden Fall Danke sagen für die ganze Art, wie das gelaufen ist. Das ist einfach bei den Videos, die du hochgeladen hast, mit deiner Art, wie du erzählst, nicht richtig rübergekommen. Und dass dann Leute reagieren, die wirklich in einem Club sind und aus der Clubszene jahrelang kommen, negativ aufgefasst wird, da brauchst du dich nicht wundern. Er hatte eine faire Chance. Also ich bin nicht mehr angepisst, mir ist da doch alles scheißegal, ich habe dadurch keinen Nachteil. Auf jeden Fall, genau, ich sollte Danke sagen, weil einige deiner Abonnenten, jetzt sind nicht viele, weil ich habe auch erst 300, ich glaube vorher hatte ich Anfang 200 oder so, muss ja auch nicht sein, dass jeder der circa 100 Abonnenten jetzt von dir kam, aber ich weiß auf jeden Fall von 3 Stück, die von deinem Kanal auf meinem gekommen sind, mich abonniert haben, mir das geschrieben hat und einer davon war persönlich bei meinem Ride Out und das fand ich mega und der hat auch genau das gleiche gesagt, er ist nur auf meinen Kanal gekommen, weil du darauf reagiert hast und auch er sagte, okay, das spielt jetzt auch alles keine Rolle mehr. Für mich ist dieser Beef, aber er ist vor langem schon erledigt gewesen, war so gesehen auch kein Beef, sonst hätte ich glaube ich ganz andere Videos hochgeladen. Scheißegal, scheiß die Wand an oder wie sagt man da. Bei einem, ich muss das mal überlegen, einer, der jetzt auch aus Duisburg kam, falls du das, ja, du guckst ja sowieso meine Videos. Ich habe auch deinen Namen vergessen. Wir sind ja bis zum Schluss gefahren, bis kurz vor Moers. Vielleicht schreibst du mich mal irgendwie an oder wenn du unter den, schreibst du mal unterm Kommentar oder so, vielleicht hast du auch Instagram. Schreib mich mal an, vielleicht können wir auch in Zukunft mal öfters ein bisschen zusammen rumfahren. Ich hoffe, dein Dart-Turnier ist erfolgreich verlaufen. Hast keinen irgendwie die Augen ausgeschossen oder so, geworfen. ja, Darten habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Da war auch einer dabei, der spielt halt in solchen Dartmeisterschaften hier irgendwie so regional. Und auch ein total netter Typ. Schöne Harley. In dem Video, denke ich, werdet ihr die Maschinen alle sehen. Ich habe die alle so abgefilmt. Ich versuche daraus einen Porn zu machen. Ja gut, ihr werdet das jetzt eh schon gesehen haben wahrscheinlich. So, Leute. Ich werde jetzt hier Feierabend machen. Video beenden. Ich freue mich auf jeden neuen Abonnenten, der noch dazu kommt. Ich freue mich über die Abonnenten, die dabei waren und die bei meinem Ride-Out dabei sind. Und dass ihr mir so einen schönen Tag und vor allen Dingen auch ja, so ein Event für mich da ermöglicht habt, weil das ist natürlich auch nur, weil ihr da gewesen seid. Sonst wäre das natürlich ins Wasser gefallen. Und glaubt mal, ich wäre die Strecke auch alleine gefahren. Einfach nur, weil ich mir das vorgenommen hatte. Obwohl ich die Strecke vorher schon zigmal gefahren bin. Und jetzt, gestern mit meiner Frau, bin ich die auch nochmal gefahren. Irgendwie Strecke, die klemmt jetzt im Kopf. Aber egal. Leute, Kanal abonnieren. Für die, die es noch nicht gemacht haben und jetzt neu auf dem Kanal sind. Ich freue mich über zukünftige Ride-Outs und überhaupt über alles, was in Zukunft noch kommt. Ja, einfach auf eine coole Zeit mit euch da draußen. Dann haut rein, Leute. Wir sehen uns dann.